Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuschauer. In der Serie Die Offenbarung verständlich erklärt, gehen wir heute die Verse 9 bis 20 aus Kapitel 1 durch. Dann schauen wir uns noch einmal den Ablaufplan der Zeitgeschehnisse bezüglich der Gemeinde an, und zwar von der Niederschrift der Offenbarung bis heute. Und am Ende schauen wir uns noch die 7 wichtigsten Bilder an, welche die Offenbarung nutzt, und wir schauen auch darauf, wie die Offenbarung selber diese Bilder erklärt. Aus dem ersten Vers der Offenbarung wissen wir, dass dieses Buch eine Offenlegung von unserem Herrn Jesus Christus selber ist, welche er durch einen Engel, dem Apostel Johannes, gegeben hat. Und wir erfahren auch, dass dieses Buch speziell für die Knechte Jesus geschrieben ist. Diese Aussage ist enorm wichtig, um zu begreifen, wieso auch für teilweise sehr studierte Theologen dieses Buch völlig unverständlich bleibt oder warum sie krasse Fehldeutungen bezüglich dieses Buches machen. Sie sind eben nicht die Knechte unseres Herrn Jesus Christus. Aber auch seine Knechte haben trotz Offenlegung oft eine beschränkte Einsicht in dieses Buch, weil sie zum Beispiel das wörtliche Verständnis ablehnen. Und ganz wichtig, dieses Buch soll den Knechten des Herrn außerordentliche Freude machen, was wir in Vers 3 lesen. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Zu Beginn hören wir uns aber erst einmal die Verse 9 bis 20 aus Kapitel 1 der Offenbarung aus der Schlachterbibel vom Jahre 2000 an. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und, was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter, und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot, und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und der 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter, die du gesehen hast, sind die 7 Gemeinden. In Vers 9 von Offenbarung 1 gibt Johannes genau an, wo er war und wann das war und von wem er dieses Zeugnis hat. Solche Angaben sind für seriöse Zeitzeugen sehr wichtig. Die Bibel legt selber sehr viel Wert darauf, dass solche Angaben genau sind. Und genau das wird von den sogenannten Bibelkritikern oft als Lüge dargestellt, obwohl sie dies immer nur behaupten, ohne Beweise für ihre Behauptungen zu liefern. Johannes bezieht sich in diesem Vers an die Gemeinde selber mit ein und sagt auch, dass er Mitgenosse in der Trübsal ist. Damit ist aber nicht die Zeit der Trübsal gemeint,
von dem dieses Buch auch noch sprechen wird. Ungenaue Bibelausleger bringen dies oft durcheinander. Die gesamte alte Erde ist für die Gemeinde, im Vergleich zur Ewigkeit, ein Trübsalstal. Wir Christen durchwandern heute das Tal der alten Erde, um in das verheißene himmlische Jerusalem zu kommen, genauso wie damals die Israeliten durch die Wüste wanderten, um in ihr irdisches verheißene Land zu gelangen. In Vers 10 sagt Johannes, dass er im Geiste an dem Herrn gehörigen Tag war. Das ist eine wörtliche Übersetzung, welche wir nur in den Randbemerkungen der Elberfelder Bibel finden. Dies ist etwas anders formuliert, als es sonst in der Bibel üblich ist, wo wir sonst die Worte am Tage des Herrn lesen. Einige Bibelausleger behaupten, dass wegen dieser besonderen Formulierung der erste Wochentag gemeint sei, wann Johannes diese Offenbarung bekam. Und sie behaupten auch, dass diese spezielle Formulierung auf den Sonntag hinweisen würde. Beiden Überlegungen kann ich nicht zustimmen. Erstens ist diese Deutung nicht biblisch, weil der erste Wochentag sonst auch nie mit dieser Formulierung so genannt wird. Und die Begründung, dass unser Herr Jesus Christus an einem Sonntag auferstanden sei, womit sie diese spezielle Beziehung des ersten Wochentages zu Jesus begründen, ist auch nicht biblisch. Jesus wurde als Auferstandener an einem ersten Wochentag entdeckt. Aber wenn man der Passionswoche genau folgt, wurde er an einem Mittwoch gekreuzigt und stand an einem Samstag auf. Und zweitens ist es völlig unrelevant, an welchem Wochentag Johannes diese Offenbarung bekam. Solche Bibelausleger wollen lediglich diesem Wochentag eine besondere Bedeutung beimessen. Die Worte an dem Herrn gehörigen Tag sind gleichbedeutend mit den Worten am Tag des Herrn und verweisen auf das siebte Zeitalter dieser Erde hin, welches sowohl am Anfang wie auch am Ende eine Gerichtszeit ist und in der Mitte 1000 Jahre Frieden bedeutet. Und diese Deutung beschreibt darüber hinaus genau das, was nach der Zeit der Gemeinde in der Offenbarung beschrieben wird. Diese Aussage ist also tatsächlich wichtig und richtig und nicht die Aussage, an welchem Wochentag Johannes diese Offenbarung bekam. Die Stimme, welche Johannes wie eine Posaune wahrnahm, deutet darauf hin, dass er Gott selber gehört hat. In Vers 11 werden die sieben Versammlungen beim Namen genannt, welche uns in Vers 4 schon angekündigt wurden. Genau diese Personengruppe, welche uns in den Kapiteln 2 und 3 genau beschrieben werden, ist die Zielgruppe für dieses Buch. In den Versen 12 bis 16 aus Offenbarung 1 wird Gott in seiner Herrlichkeit im Thronsaal im Himmel beschrieben, welche Johannes sieht, fühlt und hört. Auch hier wird wieder die Dreieinigkeit Gottes zum Ausdruck gebracht. Die sieben goldenen Leuchter deuten wieder auf den Heiligen Geist hin, so wie wir es bereits aus Vers 4 erkennen. Dann sehen wir Jesus als Sohn mit den Worten, der war eines Menschen Sohnes gleich. Aber mit den Attributen wird auch klar, dass es sich trotzdem auch um Gott handelt. Und mit dem goldenen Gürtel um die Brust wird auch klar, dass er der hohe Priester ist. So wurde uns Jesus schon in Hebräer 8 und 9 vorgestellt. Er hat die sieben Sterne in der Hand, welche auf die verschiedenen Gemeinden hinweisen. Und seine schneeweißen Haare in Vers 14 erinnern an Gott Vater aus Daniel 7, Vers 9, der dort auch der Alte genannt wird. Gottes Augen sind wie Flammen und sein Gesicht leuchtet wie die Sonne und aus seinem Mund kommt das zweischneidige Schwert. Das erinnert wieder an das Wort Gottes, was nach Hebräer 4, Vers 12 ein zweischneidiges Schwert ist und nach Johannes 1, Vers 1 bis 14 Jesus selber ist. In Vers 17 fällt Johannes wie tot nieder, weil er Gott gesehen hatte. Und er dachte, dass er jetzt sterben muss. Doch Gott berührt ihn und stärkt ihn. In Vers 17, im zweiten Teil, und in Vers 18 stellt sich Jesus noch einmal als Gott vor. Und er betont dieses Mal, dass er der Erste und der Letzte ist und auch derjenige ist, der lebt und tot war und jetzt in alle Ewigkeit weiterleben wird. Die Betonung, dass er die Schlüssel für das Totenreich hat und für den Tod selber, ist später
für Offenbarung 9, Vers 1, 20, Vers 1 und für Offenbarung 21, Vers 4 noch sehr wichtig. In diesem kurzen Vers 19 wird der Ablaufplan der Offenbarung vorgestellt. Das hatten wir schon im letzten Video gesehen. Und das Schlüsselwort dieses Verses danach, beziehungsweise nach dem, je nach Übersetzung, was auf die Zeit nach der Gemeinde hinweist, finden wir in Offenbarung 4, Vers 1 wieder. Mit der gleich hier in Vers 20 gegebenen Erklärung, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden, sind die einleitenden Worte beendet. Hier wird auch die Nähe der Gemeinde zum Heiligen Geist klar. Jetzt noch zum zweiten Teil der Einleitung, den Ablauf der Zeit der Gemeinde und die Bedeutung der sieben wichtigsten Bilder in der Offenbarung. Der in der Offenbarung beschriebene Ablaufplan sieht im Groben wie folgt aus. Offenbarung 1, die Verse 1 bis 20, das ist die Begrüßung und Einleitung. Offenbarung 2, die Verse 1 bis 8, das ist die erste Gemeinde Ephesus, welche von 32 nach Christus bis 100 nach Christus existierte. Offenbarung 2, die Verse 9 bis 11, das ist die zweite Gemeinde Smyrna, welche von 65 nach Christus bis 311 nach Christus existierte. Offenbarung 2, die Verse 12 bis 17, die dritte Gemeinde Pergamos. Sie existiert von 311 nach Christus bis zu Jesus' Wiederkunft. Offenbarung 2, die Verse 18 bis 29, die vierte Gemeinde Thyatira. Sie existiert von 440 nach Christus bis zu Jesus' Wiederkunft. Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6, die fünfte Gemeinde Sardes. Sie fängt an zu existieren 517 nach Christus und wird bis zur Jesus Wiederkunft auch noch da sein. Offenbarung 3, die Verse 7 bis 13, das ist die Gemeinde Philadelphia. Sie existiert seit ca. 1800 nach Christus und wird bis zur ersten Auferstehung da sein. Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22, das ist die siebte Gemeinde Laodicea. Sie entstand 1882 nach Christus und wird bis zu Jesus' Wiederkunft existieren. Einige Punkte kurz zusammengefasst vorweggenommen. Ephesus bedeutet die Begehrte. In dieser Gemeinde lebten die ersten Apostel und alle Bücher des Neuen Testamentes wurden in dieser Epoche bis zum Jahre 100 nach Christus geschrieben. Jesus sagt hier nicht, dass er kommt. Diese Gemeinde fand ihren Abschluss mit dem Abschluss der Bibel. Smyrna bedeutet Bitterkeit. Es war die verfolgte Gemeinde, welche unter 10 Kaisern schwerste Verfolgung erlitt. Jesus sagt auch hier nicht, dass er kommt. Sie hat ihren Abschluss in der konstantinischen Wende gefunden. Pergamos bedeutet Hochburg. Ab der konstantinischen Wende gab es christliche Staatsreligionen. Die finden wir heute noch in den koptischen und in den orthodoxen Kirchen. Jesus sagt, dass er kommt, aber als Dieb in der Nacht. Nur Ausnahmemitglieder dieser Kirche, welche die jeweiligen Irrlehren ablehnen, sind vorher bei der Entrückung dabei. Thyatira bedeutet Weihrauchspenderin oder verdorbener Opfergeruch. Kirchengeschichtlich ist das die römisch-katholische Kirche. Auch hier kommt Jesus als Dieb in der Nacht. Nur Ausnahmemitglieder dieser Kirche, welche die jeweiligen Irrlehren ablehnen, sind vorher bei der Entrückung dabei. Sardes bedeutet Überrest. Hier finden wir die reformatorischen Kirchen wieder. Auch hier kommt Jesus als Dieb in der Nacht. Nur Ausnahmemitglieder dieser Kirchen, welche die jeweiligen Irrlehren ablehnen, sind vorher bei der Entrückung dabei. Philadelphia bedeutet Brüderliebe. Hier finden wir die Erweckungsbewegung wieder und die Kirchen, welche in diesem Erweckungsgeist gearbeitet haben. Dieser Gemeinde wird als Gemeinde zugesagt, dass sie bei der Entrückung vor den letzten 7 Jahren unseres Zeitalters dabei sein wird. Laodicea bedeutet Volksgerechtigkeit. Das ist die endzeitliche Kirche, in der wir leben.
Die Epoche fing im Jahre 1882 an, weil in diesem Jahr die ersten Juden zurück nach Israel zogen. Nahezu zeitgleich wird die atheistische Evolutionstheorie als Glaubenslehre aufgebaut. An dieser Gemeinde kritisiert Jesus alles. Hier kommt Jesus individuell zu jedem Christen, der ihm die Tür öffnen soll. Nur so haben diese Christen eine Chance, bei der nahen Entrückung dabei zu sein. Diese beiden Kapitel in der Offenbarung, Kapitel 2 und Kapitel 3, machen deutlich, dass aus allen christlichen Kirchen gläubige Christen bei der Entrückung bzw. der ersten Auferstehung dabei sein werden. Und zwar immer diejenigen, welche die Irrlehren der eigenen Kirche ablehnen. Im Kapitel 4, Vers 1 ist die große Wende. Hier wird gesagt, was nach der Zeit der Gemeinde geschehen wird. Die Zeit der Gemeinde ist nämlich mit der Entrückung der Gemeinde bereits vorbei. Hier in Offenbarung 4, Vers 1 finden wir auch die letzte Posaune für das Volk Gottes in der Gnadenzeit. Die nächsten 7 Posaunen sind Gerichtsposaunen für die Feinde Gottes. Die Kircheninstitutionen hingegen werden nach der Entrückung noch mindestens 7 weitere Jahre bestehen, weil sie in die Drangsal bzw. Nacht gehen sollen. Die Zeit der Israeliten fängt jetzt wieder an zu zählen. Und diese letzten 7 Jahre unseres Zeitalters sind sehr detailliert beschrieben. Wer Ereignisse aus der Offenbarung ab Kapitel 4, Vers 1 in die Vergangenheit projiziert, verliert den Blick für die Zukunft. Zwangsläufig wird bei solchen Auslegungen immer das wörtliche Verständnis der Bibel verworfen bzw. geleugnet. Diese Auslegungen sind bestensfalls vorlaufende Schatten der eigentlichen Prophetien, welche ab Kapitel 4, Vers 1 klar in die Zukunft verweisen. Ich habe schon erwähnt, dass diese Offenbarung die noch zu verbleibende Zeit von 3000 Jahren dieser Erde in ungefähr 2000 Jahre und in genau 1000 Jahre aufgeteilt hat. Jetzt erkläre ich diesen Umstand noch etwas ausführlicher. Die aufmerksamen Bibelleser wissen, spätestens nach dem zweiten Brief von Petrus, Kapitel 3, die Verse 3 bis 13, dass diese Welt, welche in 7 Tagen erschaffen wurde, nach 7000 Jahren von einer neuen Welt abgelöst wird. In diesem dritten Kapitel vom zweiten Petrusbrief bekommen wir darüber hinaus schon den Hinweis, dass das letzte Zeitalter genau 1000 Jahre dauern wird. Es ist genau das Kapitel, in dem auch steht, dass bei Gott ein Tag für 1000 Jahre steht. Den gleichen Hinweis, dass uns noch 3000 Jahre nach dem Messias bevorstehen, haben wir sogar schon im Alten Testament. Zum gleichen Ergebnis kommt man nämlich mit der Prophetie aus Hosea 6, die Verse 1 und 2, wenn man wieder einen Tag für 1000 Jahre nimmt. Im Kapitel 5 von Hosea wird erklärt, dass Israel von Gott bestraft wird, und die ersten Verse von Kapitel 6 beschreiben die Dauer der Strafe und die Dauer der darauf folgenden Wohltat. Die werden mit 2 Tagen und dem dritten Tag definiert. Hier ist von vornherein klar, dass es nicht um Kalendertage geht, sondern um Epochen. Hier ist der Schlüssel, ein Tag gleich 1000 Jahre, richtig angewendet. Auch Paulus macht im Hebräer 4, Vers 9 klar, dass dem Volke Israel noch eine Sabbatruhe bleibt. Im Zusammenhang mit dem vorher erwähnten Josua wird auch klar, dass damit eine Epoche gemeint ist und kein einzelner Tag. Da die Restzeit dieser Erde feststeht, als Johannes die Offenbarung Jesu geschrieben hat, finden wir die gleiche Einteilung dieser Restzeit auch in der Offenbarung. Die 2. bis 7. Bestätigung, dass das letzte Zeitalter genau 1000 Jahre dauern wird, finden wir in der Offenbarung 20 in den Versen 2 bis 7. Die Bibel bestätigt diese Dauer von 1000 Jahren Friedensreich, also genau 7 Mal.
Folglich ist die Einteilung der verbleibenden Restzeit dieser Erde, welche die Zeit der Gemeinde von der Zeit der Israeliten danach trennt, in Offenbarung 1, Vers 19, eine Einteilung von 2000 Jahren und 1000 Jahren. Die Offenbarung sagt selber im ersten Vers des ersten Kapitels, dass sie in Bildern spricht und diese Bilder auch selber deutet. Bevor wir uns jetzt dem weiteren Ablauf nach der Zeit der Gemeinde auf dieser Erde widmen, stelle ich die sieben gebräuchlichsten und wichtigsten Bilder aus der Offenbarung vor. Erstens Meer oder Wassern. Wenn dieses Wort symbolisch verwendet wird, steht dieses Wort immer für das Völkermeer, zum Beispiel Offenbarung 17, Vers 15 oder Jesaja 8, Vers 7 oder Jeremia 47, Vers 2. Zweitens, Land oder Erde. Dieses Wort steht symbolisch für Israel, welches in vielen Versen bewusst in Opposition zum oben genannten Meer steht. Auch zum Beispiel in Jeremia 4, Vers 27 und vielen anderen Stellen steht Erde immer für Israel. Weil dieses Wort in der Offenbarung 13, Vers 11 als Opposition zum Meer bzw. viele Wasser gebraucht wird und gesagt wird, dass viele Wasser für viele Völker steht, Offenbarung 17, Vers 1 und 15, ist auch der eindeutige Bezug von Erde zu Israel hiermit vorgegeben. Drittens, Tiere. Hier werden immer Weltreiche beschrieben. Das erklärt der Engel Gabriel dem Daniel, als er danach fragt. Das lesen wir in Daniel 7, die Verse 16 bis 17. In Daniel und in der Offenbarung werden die gleichen Tiere beschrieben, aber auch die Person, welche das jeweilige Reich beherrscht, wird als Tier bezeichnet. Viertens, Braut. Hiermit wird immer die Braut Christi im Neuen Testament beschrieben und Juda und Israel im Alten Testament. Fünftens, Weib. Dieses Wort ist zunächst neutral. Dieses Wort Weib steht immer für ein religiöses System bzw. für eine Kirche. Je nachdem, wie sich das Weib verhält, weiß man, ob sie positiv oder negativ einzuschätzen ist. Sechstens, Hure. Das ist eine abgefallene Kirche bzw. eine Kirche, welche auch mit anderen Glaubensanschauungen als dem reinen Evangelium rumhurt. Am Ende des Alten Testamentes werden die vom Glauben abgefallenen Völker Juda und Israel auch als Huren bezeichnet. Siebtens, Bräutigam. Hiermit ist im Neuen Testament immer unser Herr Jesus Christus in Bezug auf seine Braut der Gemeinde gemeint. Wenn andere Bezüge zu ihm im entsprechenden Vers im Vordergrund stehen, wird er auch anders bezeichnet, wie zum Beispiel mit der Löwe oder das Lamm oder auch das Wort. Jetzt sind wir am Ende des ersten Kapitels und auch am Ende der beiden Einführungsvideos zur Offenbarung. Wir haben ausführlich gesehen, mit welchen Worten die Offenbarung die Zeit der Gemeinde von der Zeit danach trennt. Wir haben auch festgestellt, dass dieses Buch für die meisten Menschen ein Mysterium bleiben wird, weil dieses Buch ausdrücklich nur für die Jünger Jesus geschrieben ist. Wer also dieses Buch intensiv studiert, aber den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus als seinen einzigen Erlöser nicht hat, der wird trotz der Offensichtlichkeiten dieses Buches für Jesusdiener dieses Buch nie richtig verstehen. Auf diesen Umstand wird auch in anderen Bibelversen hingewiesen, wie zum Beispiel in 2. Thessalonicher 2, die Verse 10 bis 12, in denen gesagt wird, dass Gott denjenigen, welche nicht glauben wollen, extra noch Irrtümer schicken wird. Und wir haben gesehen, wie die Offenbarung die verbleibenden 3000 Jahre auf der biblischen Weltuhr in circa 2000 Jahre und in genau 1000 Jahre unterteilt. Auch die genauere Aufteilung in circa 2000 Jahren und 3,5 Jahren und 3,5 Jahren und noch einmal 1000 Jahren haben wir anhand der Kapitel in der Offenbarung unterteilt. Und im Kapitel 21 sehen wir sogar noch einen Ausschnitt in die Ewigkeit mit dem heiligen himmlischen Jerusalem und der neuen Erde.
Zum Schluss haben wir die sieben am meisten verwendeten Bilder in der Offenbarung betrachtet und sie anhand der Bibelverse in der Offenbarung Personen und Personengruppen zugeordnet. Diese Offenbarung dient uns Christen zur Seligkeit und zur Freude, was uns gleich am Anfang in Offenbarung 1, Vers 3 gesagt wird. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Weil wir erkennen dürfen, dass das nächste Ereignis, von dem die Bibel spricht, die Entrückung der Gemeinde, uns unmittelbar bevorsteht, löst diese Gewissheit auch eine Glückseligkeit in uns aus. Maranatha!